Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Einige hatten ja schon gefragt, weil sie es gewohnt von mir sind, ja, wenn der Dirk eine neue Kamera hat, dann baut er sich dann auch wieder die passenden Einstellvideos hier zusammen. Ja, heute geht's los mit der Canon EOS R6 Mark II, also Einstellvideos. Ich habe das Kabel schon angeschlossen, ihr kennt das von mir. Ich werde euch jeden einzelnen Menüpunkt der Canon EOS R6 Mark II vorstellen, wofür der gedacht ist, wie ich ihn eingestellt habe und warum ich glaube, dass das so sinnvoll ist, wie ich es gemacht habe. Die meinen Kanal schon verfolgen und die anderen Videos kennen, die wissen das. Hier unten drunter gibt es Sprungmarken zu den einzelnen Registern der Menüs. Dann könnt ihr, wenn ihr irgendwo mal nur einen einzelnen Punkt euch angucken wollt, das relativ schnell finden und da direkt hinspringen. Ich habe meine Kamera, wie gehabt, an meinem Rechner angeschlossen, zeige euch gleich die einzelnen Menüpunkte Schritt für Schritt. Das Ganze ist immer ganz wichtig zu wissen, das ist mit der Version 1.1.1 erstellt worden. Manchmal tut sich da was, Kleinigkeiten werden da verändert, die Grundeinstellungen sollten aber alle passen. Und von daher, wenn es da größere Änderungen sind, gibt es das dann auch auf meinem Kanal als Info. Heute fangen wir an mit dem Rotmenü, also mit dem Aufnahmemenü. Alles, was in dem Fotomodus drin ist, also wenn ihr hier auf dem Fotomodus seid, ist das Menü ja, ihr kennt das, ne? Ich zeige euch das mal. Dann ist das Menü so, genau, dann, und alle einzelnen Registrierkarten gehen wir jetzt gleich mal Schritt für Schritt durch und ich erkläre euch, warum und weshalb da was einzustellen ist und wie ich das für mich eingestellt habe. Ohne Intro heute schnell los, weil ihr habt es gesehen, das sind 10 Registerkarten allein im Aufnahmemenü. Die Kameras werden immer komplexer und schreit danach, dass wir uns hier mal ein bisschen beeilen. So, ich zeige euch noch mal eine kleine Sache, wie man im Standard überhaupt da so navigiert. Ihr habt hier das vordere Drehrad, da könnt ihr die einzelnen Register anspringen. Ihr habt das hintere Drehrad, da könnt ihr hier, ich zeige euch das mal, direkt oben in diese Punkte reinspringen, also hier im Aufnahmemenü, vordere die einzelnen Registerkarten und dann habt ihr hinten natürlich noch das Drehrad, um diese Hoch- und Runterbewegung in den Menüs zu machen. Das gilt aber auch nur so, wenn ihr die Kamera nicht verbogen habt, also im Standard sollte das also sein. Man kann sich die Drehräder ja auch mittlerweile alle umkonfigurieren, wie man das gerne hätte. Ich weiß gar nicht, ob bei dieser Funktion auch, aber das nur zum Hinweis, wie die jetzt bei mir hier funktioniert und wie ich hier durch die einzelnen Menüpunkte navigiere. Gehen wir los, fangen wir an. Hier bin ich auch schon gleich in einer Sache, wo ich nicht im Standard bin. Hier steht Bildqualität. Da kann ich einstellen, in welcher Auflösung ich fotografieren will. Die Canon EOS R6 Mark II hat ja bekanntermaßen 24 Megapixel mittlerweile. Ich habe das so eingestellt, dass die Kamera nur die Bilder in RAW aufzeichnet. Also auf JPEG verzichte ich mittlerweile ganz. In Ausnahmefällen kann man sich auch die JPEGs einstellen und ihr seht, da kann man hier unten noch die einzelnen Qualitätsstufen wählen. HIIF, das sind die neuen, besser komprimierten JPEGs halt. Kennen die einen oder anderen vielleicht vom Smartphone. Da sind die mittlerweile auch verfügbar und hier unten halt immer die einzelnen Qualitätsstufen. Ihr seht, S1 ist dann nur noch hier 5,9 Megapixel und das kann man hoch mit L, also dann hat man hier auch 24 Megapixel auf den JPEGs und hier hinten habt ihr immer die maximale Anzahl der Bilder, die ihr noch aufzeichnen könnt in der Einstellung, die ihr hier gerade habt. Hier noch ein kleiner Hinweis, weil wir gerade hier dran sind. Ihr seht ja dieses Zahnrad und immer wenn ihr dieses Zahnrad hier seht, ganz wichtig merken, kann ich hier mit dem vorderen Rad, kann ich die Einstellung vornehmen, die da halt sind. Also wenn ich hier dran drehe, an dem vorderen, habt ihr hier die Möglichkeit daran zu drehen. Hier, dieser Punkt, ne, dieses, ja, sieht ja aus wie so ein Revolver von hinten vielleicht. Das ist das Drehrad hinten, das zeige ich euch auch nochmal, das ist das hier. Und da könnt ihr die Einstellung da vornehmen, immer so als kleiner
Ja, muss man sich dran gewöhnen, hat man aber dann relativ schnell drin. Also wenn vorne die Grenze sind, das vordere Drehrad, das gibt es auch andersrum, dann ist es das hintere Drehrad und das ist das Drehrad auf dem Rücken der Kamera. So, wie gesagt, ich habe es immer auf RAW. Dann gibt es hier noch dieses Compact RAW. Da könnt ihr deutlich mehr Bilder aufzeichnen, seht ihr, als im normalen RAW. Aber Speicherplatz ist dann meistens nicht das Problem. Von daher in Einstellungen arbeite ich. Wenn ihr die anders nutzt, gerne in die Kommentare, wie ihr das eingestellt habt. Fotografiert ihr nur ein JPEG, nur ein RAW? Bin ich immer offen für Empfehlungen. So, dann geht's weiter. Wir haben hier Dual Pixel RAW. Das steht bei mir auf deaktiviert. Das ist die Option, da kann man den Fokus ein bisschen verschieben, weil die Kamera, die kennen, arbeiten ja mit Dual Pixel. Da kann man halt in dem Bereich noch ein bisschen den Fokus in der Canon-Software verschieben, wenn er nicht genau da war, wo ihr den hinhaben wolltet. Aber also wenn ihr sehr offenblendig fotografiert habt und das vielleicht irgendwie umgesetzt werden soll, dann geht das damit. Aber ich habe das aus Gründen aus, weil erstmal funktioniert das nur mit der Canon-eigenen Software, die ich gar nicht nutze. Und ja, der Fokus sitzt heute bei den spiegellosen Kameras, glaube ich, meiner Meinung nach, meistens so gut, dass man sich da gar nicht drum kümmern muss. So, dann haben wir hier Ausschnitt und Seitenverhältnis. Das habe ich auf Full. Das heißt, ich habe hier meinen ganzen Sensor, den ich ausnutze. Also ich fotografiere 3:2. Ich kann aber auch hier einen Crop-Modus simulieren. Ich kann ein 1:1 Seitenverhältnis auswählen, wenn ich in einem für soziale Medien oder was arbeiten möchte und Fotos erstelle. 4:3, wenn ich eine andere Micro Four Thirds Kamera habe, kann ich da in der gleichen Optik, in dem gleichen Look fotografieren, wenn es sein muss. Und hier 16:9, wenn ich zum Beispiel Thumbnails für meine Videos fotografiere, stelle ich mir die Kamera auf 16:9, dann sehe ich sofort, wie der Ausschnitt ist. Und das Ganze zeige ich euch mal, wie das dann aussieht. Ich habe hier jetzt, stopp, da muss man natürlich dann auch mit Z bestätigen. Dann habe ich hier, ihr seht hier oben und unten so Balken eingefügt. Ne? Das ist jetzt der 16:9 Modus und ich kann den aber auch auf 1:1 setzen. So, und dann seht ihr, ist dieser Modus so, und ihr seht schon daran, dass der ganze Sucher aber trotzdem sichtbar ist, beziehungsweise das Rückendisplay komplett das Bild macht. Das sind nur Informationen, die in dem RAW nachher mit abgelegt werden. Also der Beschnitt in Lightroom wird schon vorgefertigt, der ist auf diesem Modus drin. Das ist eine Information, die die Kamera im RAW mitgibt. Aber wenn ich sage, oh, ich möchte eigentlich gar nicht diesen Beschnitt haben, ich brauche doch das volle Bild, ist die Bildinformation im RAW auch noch enthalten. Und man kann hier noch einstellen, dass man das ausgeblendet bekommt über die Infotaste. Ihr habt hier unten die Infotaste, die man drücken kann. Wenn ich die drücke, ist das dann jetzt auch maskiert. Also ihr seht, dann ist der Rand schwarz, was dann vielleicht vermuten lässt, dass der Bereich nicht im RAW mit enthalten ist. Aber ich kann euch beruhigen, das RAW ist immer der ganze Sensor, auch wenn ihr da den Beschnitt schon eingestellt habt. So, gehen wir weiter. Und dann haben wir hier, ich stelle das mal eben hier wieder auf Full, eine Einstellung digitaler Telekonverter. Und ihr seht, der ist aus. Da kann man auch manchmal drauf gehen. Und dann steht, weil ich die Bildqualität nicht richtig eingestellt habe. Und zwar muss ich dafür auch JPEG fotografieren und gar nicht in RAW. Also nur in JPEG. Und dann kann ich einen digitalen Telekonverter simulieren. Also es gibt ja Telekonverter von Canon. Die kann ich zwischen dem Objektiv und der Kamera hier zwischenmontieren. Ich habe jetzt keinen da, weil ich da normalerweise nicht mit arbeite. Aber das kann ich ja montieren. Und das kann ich hier mit dieser Kamera auch simulieren. Ich zeige euch mal das Bild einmal, wie es ist, wenn ich da keinen habe. Also ich bin dann hier so nah an meiner Tastatur dran. Und jetzt mache ich mal den Konverter auf vierfach an. Und ihr seht, ich bin da deutlich näher dran. Mit der gleichen Brennweite, 50 mm. Ja, also da kann man das ein bisschen simulieren. Ist logisch, geht auf Kosten der Auflösung. Irgendwo, die Kamera hat ja nicht auf einmal mehr Sensoren oder nicht mehr Auflösung.
und oder Auflösung und können deswegen dann natürlich dann nicht mehr rausholen. Ich habe das deswegen auch aus, wenn ich kroppen will, weil mehr ist es nachher nicht, kann ich das nachher auch manuell machen und dann stelle ich mir das lieber wieder so ein, nicht so, sondern genau so. Und das ist die Einstellung der ersten Registrierkarte, Aufnahmemenü, Foto, so heißt es, glaube ich, ganz genau, die ich entsprechend eingestellt habe. Gehen wir weiter zur Registerkarte 2. So. In der Registerkarte 2 findet ihr ein paar Sachen, die mit Belichtung zu tun haben. Hier zum Beispiel die Belichtungskorrektur. Ihr seht hier, kann ich das heller oder dunkler stellen, wie hier wieder. Ihr habt ja, habe ich gerade erklärt, dieser Revolver von hinten oder die Revolvertrommel, besser gesagt. Damit kann ich halt die Belichtungskorrektur einstellen, bis 3 Stufen hoch oder runter, also auch dunkler werden. Das Ganze zeigt sich natürlich dann auch sofort und ihr seht, das ist natürlich hier auch sofort greifbar. Ich kann hier heller und dunkler einstellen, ne? Das kennen die meisten. Aber ich kann hier halt auch eine Belichtungsreihe konfigurieren. Und ihr seht, hier ist das vordere Drehrad, da kann ich jetzt hier was mitmachen. Und wenn ich das hier mal drehe, dann spreizt sich das hier so auf. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, hier ist der rote Strich, der ist jetzt hier in der Mitte. Also kriegen wir hier ein richtig belichtetes Bild und dann wird die nächste Aufnahme dunkler und die darauf folgende wird heller belichtet. Das Ganze ist halt, wenn ihr manuell HDR-Aufnahmen machen wollt und in Lightroom oder Photoshop euch die Bilder oder in anderen Software, gibt ja viele, euch die einzelnen Bilder zusammenbauen wollt, könnt ihr damit die Sachen einstellen. Ihr könnt dann auch noch das ganze Konstrukt hier halt verschieben, ne? Also dann kriegt ihr alle Bilder irgendwo verschoben. Dann habt ihr jetzt hier, wenn ihr das so macht, 1-2 Stufen dunkler, 1-1 Stufe dunkler und 1 richtig belichtet. Wir stellen das mal so, ich mache mal hier Fotos und wenn ihr es auf Einzelschuss habt, also keine Serienbildaufnahme, ich stelle das mal da, macht die Kamera einfach, ihr habt das gesehen, 3 Aufnahmen, 1 so in verschiedenen Belichtungseinstellungen und korrigiert euch hier halt entsprechend die Belichtung. Das kann man, muss man manuell nachher wieder abschalten, sonst bleibt es immer drin. Ihr seht das aber auch, ich kann euch das nochmal eben zeigen, wenn es an ist, hier unten an der Lichtwaage, da sind die 3 Punkte, er macht gerade eine Belichtungsreihe, also wenn ihr da mal ein Problem habt, guckt euch das gerne da an. So, dann haben wir ISO-Empfindlichkeitseinstellung als nächste Einstellung und da könnt ihr erstmal die ISO-Empfindlichkeit einstellen, entweder fest auf ISO 100 oder was ihr da auch immer haben wollt oder eben auf automatisch. Ich habe die meistens auf automatisch, dann könnt ihr den ISO-Bereich festlegen, in welchem die Kamera überhaupt arbeiten darf. Also ihr könnt das Minimum und das Maximum hoch und runter setzen. Das habe ich im Standard gelassen. 102.400, die kann natürlich auch noch auf 204.800, aber das rauscht dann schon extrem. Aber ihr könnt auch auf L50 ganz runtergehen oder sagen, ich möchte immer Minimum 800er ISO einsetzen. Verkürzt natürlich dann die Verschlusszeit, weil ihr immer heller belichtet. Oder ihr lasst es einfach so, wie es jetzt ist. Und dann könnt ihr euch das so entsprechend einstellen. Hier könnt ihr dann noch den Autobereich feststellen oder einrichten. Also den Bereich, in dem ihr hier oben die Automatik eingesetzt habt. Wenn hier automatisch steht, wird die Kamera sich aus diesem Bereich hier bedienen und da versuchen, ein optimal belichtetes Bild zu erstellen. Auch das kann man sich entsprechend einstellen, wenn man hier Änderungen haben will. Ich habe das hier auf 25.600. Durch ja mittlerweile entsprechender Spezialsoftware zum Entrauschen ist das mit der R6 Mark II auf 25.600 auf jeden Fall noch zu handeln. So, und dann gibt es hier längste Verschlusszeit. Und wer weiß, wo ich fotografiere oder was ich hauptsächlich fotografiere, halt im Eventbereich oder Konzerte und solche Geschichten, da ist das mit der längsten Verschlusszeit, habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt, auf 1/250. Ich fotografiere auf Menschen, die bewegen sich dann auch schon mal auf der Bühne und dann ist es natürlich schön oder ich finde es halt besser, wenn die
Bewegung eingefroren ist und keine Bewegungsunschärfe in dem Bild vorhanden ist. Das kriege ich mit dieser Einstellung ideal hin, ohne mir da großartig Gedanken machen zu müssen. Die Kamera wählt dann halt den passenden ISO auf diese Einstellung auf. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, das Ganze ist mir zu kurz belichtet, die Szenen, die ich habe, die sind zu dunkel, dann kann ich natürlich auch hier auf manuell gehen. Wenn da weniger Bewegung irgendwo ist, was ihr fotografiert, kann man das natürlich sogar bis eine Sekunde hier machen. Und wenn ihr ganz schnelle Sachen habt, was weiß ich, Leichtathletik, Hochsprung, Sprint oder so und sagt, da muss alles klacke scharf sein, dann könnt ihr euch auch sagen, es muss immer ein Viertausendstel, ein Zweitausendstel oder so sein. Wenn ihr Hunde fotografiert oder solche Geschichten, geht das so. So, ansonsten kann man auch Auto einstellen. Da gibt es natürlich bedient sich die Kamera der eingestellten Brennweite und nimmt dann Wert an, den ein Fotograf halt noch ruhig halten kann und stellt das dann entsprechend dem angestockten Objektiv halt entsprechend ein und versucht da in diesem Rahmen zu bleiben. Und das kann man dann aber auch noch hier mit schneller und langsamer ein bisschen korrigieren, wenn einem durch IBIS oder Objektivstabilisierung es möglich ist, das Ganze noch länger zu halten oder man ein bisschen fickeriger ist, als die Kamera es vermutet, kann man das auch ganz auf schneller stellen und da ein bisschen individualisieren, wie es so schön heißt. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, meine Einstellungen sind meistens diese, dann komme ich am besten mit zurecht. Ja, und dann kommen wir schon zu HDR-Aufnahme, HDR-PQ. Das ist, da kann die Kamera in einem hohen Dynamikumfang Fotografien erstellen und speichert die als HIF oder als RAW direkt ab. Und ja, es wird dann noch empfohlen, steht ja da, die Tonwertpriorität auf aktivieren hochzusetzen oder die Tonwertpriorität zu aktivieren, so richtig. Dann in diesen Einstellungen nimmt die Kamera halt einen höheren Dynamikumfang aus, die setzt die ISO etwas hoch, fotografiert also auf dem minimalst 200 oder höher. Und schafft es dann dadurch einen höheren Dynamikumfang zu erfassen technisch und speichert das dann eben in diesem HIIF oder RAW-Bild ab. Und ja, ihr habt dann ein bisschen mehr Möglichkeiten, gerade so im Gegendichtbereich oder so, ein bisschen mehr da rauszukitzeln. Gerade im Landschaftsfotografiebereich kann man das mal ausprobieren. Die meisten ab in meinem Alter, die das noch nicht so kennen, die arbeiten eher im manuellen HDR-Modus, also mit der Belichtungskorrektur hier oben. Aber Ulla, hier in diesem HDR-Modus, den die Kamera jetzt neuerdings auch mitbringt, anders als der hier. Ihr seht das schon hier an dem Logo oder an dem Icon, da sind ja mehrere Bilder abgebildet, wird hier der Modus anders dargestellt oder das Ganze anders erstellt. Das gibt es auch nur nachher als JPEG oder HIIF-Bilder. Und zwar macht die Kamera in dem Bereich dann Mehrfachaufnahmen, also drei Stück, und verrechnet die dann intern. Und ihr könnt hier noch sagen, ob ich mehr Dynamikbereich haben will. Dann kann ich auch noch die Blendenstufen entsprechend eingeben. Das ist eher für den Landschaftsbereich. Da kann ich auch noch sagen, ob es dann hier nach einer Aufnahme fortgesetzt werden soll oder nur eine gemacht werden soll. Die Bilder, die einzelnen Bilder, die gemacht werden, werden dann automatisch abgeglichen, also gegeneinander ausgerichtet, wenn ich da ein bisschen verrutsche, das aus der Hand mache, und die einzelnen Quellbilder kann ich auch noch abspeichern oder nur das HDR-Bild. Ich würde das, wenn ich das nutze, auch auf alle Bilder gehen, dann habe ich die Belichtungsreihe, die die Kamera dafür erstellt, noch zur Verfügung, um dann selber in Lightroom oder Photoshop mir das HDR raus zusammenzubauen. Ja, dann habe ich hier noch dieses bewegte Motiv, da ist halt weniger auch einzustellen, weil die Kamera da einige Einstellungen vorwegnimmt. Wegen der Bewegung im Motiv ist es natürlich dann mit den Reihen Aufnahmen etwas schwieriger und da überlässt es einem halt weniger Möglichkeiten, das selber zu konfigurieren. So, das nutze ich nicht. So, ganz einfache Geschichte. Wenn ich ein HDR brauche, dann mache ich mir eine Belichtungsreihe über die obere Einstellung, also
über diesen Bereich hier über, und versuche das dann in Serienaufnahme automatisch über Stativ zu fotografieren oder mittlerweile ja auch teilweise mit Filtern, um eine Überbelichtung in bestimmten Bereichen rauszuhalten. Kann man natürlich auch mit Verlaufsfiltern und so arbeiten. Da gibt es alle Möglichkeiten. Da müsst ihr euch für den Weg, den ihr gerne gehen wollt, mehr Nachbearbeitung oder direkt aus der Kamera halt das HDR haben, könnt ihr euch entscheiden. Die Kamera, wir haben heute starke Prozessoren und sind halt in der Lage, da auch entsprechend innerhalb der Kamera euch da alle Sachen zu berechnen. Geht ja immer mehr dahin, dass die Leute die Sachen sofort auch zur Verfügung haben müssen. So, automatische Belichtungsoptimierung. Haben wir hier, und die habe ich hier auf aus, die kann ich mir auch auf hoch stellen, die kann man hier auch, die ist im M- oder B-Modus sowieso deaktiviert und bei mir funktioniert die auch nicht, weil der aufmerksame Zuschauer wird gemerkt haben, ich fotografiere in RAW und diese automatische Belichtungsoptimierung, die sagt der Kamera einfach, wie sie ihre JPEGs zu entwickeln hat, die sie auf der Speicherkarte ablegt, da versucht sie dann halt die Belichtung halt noch ein bisschen rauszukitzeln. Also ist so ein bisschen, als wenn ich in Lightroom oder so auf automatisch klicke, da kann ich das ist halt auch die automatische Belichtungsoptimierung, da werden einzelne Bereiche halt angeglichen, damit ein ausgewogenes Bild erstellt wird, weil manchmal ist die Natur halt nicht so ausgeglichen, wie es auf dem Foto dargestellt wird. Dunkle Bereiche werden dann vielleicht ein bisschen heller gezogen, helle Bereiche etwas dunkler gemacht, damit ich ein ausgeglichenes Histogramm nachher bekomme. So, dann haben wir den nächsten Punkt, das ist die Tonwertpriorität. Da streiten sich teilweise wohl einige drüber, habe ich mal bei der Recherche für das Video hier durchgelesen. Das wirkt auch tatsächlich aufs RAW und ich kann das hier mal auf D+ machen und ihr seht, wenn ich die ISO zum Beispiel einstellen will, mal eben gucken hier, wenn ich mir die ISO hier einstelle, so fängt die hier bei 200 an. Ich komme hier nicht mehr auf 100 bei D+. Die Kamera will mit 200er ISO da fotografieren, ein bisschen mehr Saft auf den Sensor, um dann halt ein Ausbrennen in hellen Bereichen zu verhindern. Die stellt dann halt ein bisschen was an der eigentlichen Entwicklung der RAWs beziehungsweise die einzelnen Pixel im RAW ablegt, ein bisschen um. Da kann ich dann halt, wenn ich in Gegenlichtszenen arbeite, kann ich mir hier die Sache noch ein bisschen vereinfachen und ein bisschen dafür sorgen, dass das Ganze nicht ausbrennt. Ich habe da noch einen erweiterten Modus, also wenn es ganz schlimm ist, auch da. Aber wie gesagt, ich habe das hier, stopp, so, ich habe das ausgestellt, auf deaktiviert. Ich brauche das nicht. Entweder setze ich mir einen Filter vorm Objektiv oder belichte ein bisschen unter und ziehe mir das hoch. Nachher in der Nachbearbeitung, der reicht mir den Dynamikumfang normalerweise aus. Wenn ihr das nutzt, gerne in die Kommentare. Ich bin da immer gespannt, wenn es da irgendwelche Anwendungsfälle gibt, die ich so aus der Praxis nicht kenne. Da bin ich immer sehr aufgeschlossen. Ihr kennt das, also gerne in die Kommentare, wenn euch da irgendwas zu einfällt. So, dann haben wir hier den Reiter 3 schon. Da gibt es die Anti-Flacker-Aufnahme. Flicker off, Flicker on. Also und hier kann man schon, wenn das ausgewählt ist, einen kleinen Hinweis erhaschen. Und zwar gibt es da eine Auslöseverzögerung und die Geschwindigkeit der Reihenaufnahmen wird eventuell langsamer. Die Kamera versucht also in dem Moment auszulösen, wo das Flackern eventuell nicht so stark ist oder gleichmäßig auf mehreren Lampen ist, um das dann halt nicht in der Aufnahme festzuhalten. Ich kann euch das hier mal zeigen. Hier mein Pult, das flackert hier ganz wild normalerweise. Also ihr seht das. Und die Kamera würde dann versuchen, das Ganze ein wenig dadurch zu unterbinden, dass ich, wenn ich den Auslöser drücke, das vielleicht ein bisschen später, Millisekunde, noch nicht mal ausgelöst wird, beziehungsweise die Reihenaufnahmen passen sich dann auch entsprechend an, damit das vom Timing her passt mit der Frequenz des Flackerns. Mag ich nicht,
habe ich deswegen auf Ausstehen, weil wenn ich abdrücke, möchte ich das Bild haben und nicht noch verzögert. Oder ich bewege mich dann vielleicht schon, weil ich dachte, das Foto ist gemacht. Ich habe es deaktiviert. Vielleicht wird das ein oder andere Bild besser werden, wenn ich es mal aktivieren würde. Aber da bin ich noch nicht zu gekommen. Und dann gibt es hier noch die HF-Anti-Flacker-Aufnahme. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch hier in die Infokarte. Da misst die Kamera tatsächlich ganz genau, wie das die Frequenz des Flackerns ist. Ich kann euch das mal hier in Kurzzeit in der Blendenautomatik zeigen, in der Zeitautomatik, dann habe ich das hier auch auf an. Und ihr seht schon da unten, da steht jetzt 1/366, ein Wert, der normalerweise irgendwie nicht wirklich einzustellen ist. Und ich kann jetzt hier ganz krumme Werte eingeben, um dann zu gucken, ob das Flacker mehr oder weniger wird. Ist natürlich müßig. Ich kann das aber auch hier noch als auf automatische Erkennung machen. Dann muss ich die Kamera ganz ruhig halten und dann läuft die Erkennung jetzt. So, und er sagt jetzt, Flacker bei 1367,7 gefunden, Verschlusszeit ändern. Jo. Und dann, wenn ich jetzt hier das Bild mit dieser Aufnahme machen würde, wenn ich dann mal, sollte das Flackern möglichst weg sein. Ich habe die Kamera meistens auf Zeitautomatik, von daher spielt das hier jetzt keine Rolle. Ich habe euch da ein Video zu gemacht. Ich verlinke euch das in der Infokarte, wer da Interesse hat. Ganz interessante, spannende Funktion, aber in der Praxis nutze ich sie halt sehr wenig bis gar nicht. So, was viele nicht wissen, dass die Kamera, wenn sie einen kompatiblen Blitz hat, also auch einen Aufsteckblitz hat, zum Beispiel den Godox V1 oder A1, wie er heißt, den kann ich hiermit komplett hierüber einstellen. Ich brauche also gar nicht über den Blitz selber irgendwas einstellen. Die Kamera überträgt die ganzen Werte direkt an den Blitz. Also kann ich mir das Ganze eigentlich sparen und hier alles direkt am Menü eingeben. Das ist ganz praktisch. Werde ich euch aber, ihr seht, das ist relativ komplex. Das geht sogar mit Blitzsendern, die vier Blitze steuern können. Da kann ich die vier Blitze hier einzeln auch in der Kamera konfigurieren. Mache ich euch aber ein gesondertes Video zu. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen, werden die wenigsten wirklich nutzen. Dann haben wir hier die Messmethoden, da wird eingestellt, wie die Kamera ihre Belichtung misst, wo die halt am meisten Priorität drauf setzt. Also ihr könnt ein bisschen darauf Einfluss nehmen, wo denn die Helligkeit hin soll. Da ist standardmäßig die Mehrfeldmessung. Das klappt sogar bei Gegenlicht. Die Kamera wählt versucht eine ausgewogene Belichtung über das ganze Bild hinzukriegen, also über mehrere Felder gemessen, versucht sie dann halt da eine ausgeglichene Sache hinzukriegen. Dann haben wir hier die Selektivmessung. Wenn wir hier ganz, ganz spezielle Lichtbedingungen haben mit viel Gegenlicht oder so, und ihr seht das hier auch, das sind immer mal wieder Fragen, dann habt ihr hier diesen Kreis als Orientierung. Da wird sie dann versuchen, da den Wert möglichst gut hinzukriegen. Den Rest, den ignoriert sie ein bisschen. Dann aber das gleiche hier nochmal mit einem kleineren Bereich, mit der Spotmessung. Und dann haben wir hier noch die mittenbetonten Messungen. Da wird halt über den Ganzen, das wird ein bisschen, ist ein bisschen missverständlich, also nicht über die Mitte, sondern über den ganzen Bildschirm ermittelt und die Bildschirmmitte etwas höher gewichtet. Ne? Also das ist auch so fast wie die Mehrfeldmessung. Eine Einstellung, die man da mal versuchen kann, wenn man ein bisschen Probleme hat bei der Belichtung. Ich habe es hier immer auf der Mehrfeldmessung. Da kann ich dann, komme ich am besten mit zurecht. Ich habe ein ausgewogenes Bild, was ich sowieso nachher im RAW habe und dann nachher in Lightroom entwickle. Von daher komme ich da an sich ganz gut mit zurecht. Ansonsten ist auch immer eine Option, komplett die Kamera auf manuell einzustellen und sich das entsprechend zu konfigurieren. So, dann kommen wir schon zu dem Karteireiter 4 hier, und das geht hier alles um ein bisschen Farbe und Weißabgleich. Ich habe den hier auf Weißabgleich automatisch stehen. Man kann den natürlich auch, wenn man weiß, wo man sich befindet oder
immer in derselben Szene unterwegs ist, festsetzen. Warum sollte man den festsetzen und nicht in der Automatik fotografieren, wenn man zum Beispiel auf einer Hochzeit in demselben Raum ist oder immer in der Kirche? Dann kann es sein, dass andauernd die Kamera versucht, den Weißabgleich zu korrigieren, obwohl die Beleuchtung sich in dem Raum gar nicht ändert. Also ihr kriegt eine Serie von Fotos, die sehr unterschiedlich nachher unterschiedliche Weißwerte haben. Und hier kann ich dann natürlich festlegen, Kamera bleibt immer bei diesem Wert, immer Tageslicht, immer Schatten, immer Wolken. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten oder Blitz. Ich kann es manuell aufzeichnen, also ich fotografiere mir eine weiße Wand, um dann nachher diese als Referenz für die Kamera zu nehmen, oder ich kann es hier auch manuell einstellen mit dem vorderen Rad, wie ich das gerne hätte. Ihr seht dann auch, hier anhand der Tastatur wird kälter, je kleiner der Wert ist, oder wärmer halt. Wenn sie höher ist, kann ich mir das halt passend einstellen. Automatik ist halt eher was, wenn man da im einzelnen Bereich unterwegs ist, kann man das Ganze darüber machen. Wie gesagt, also kann ich nur empfehlen, habt ihr irgendeine Veranstaltung, irgendeine Serie an Fotos, die ihr fotografieren müsst und wollt nachher nicht bei jedem Bild den Weißabgleich anpacken, setzt den auch euch auf jeden Fall fest, auch wenn er nachher nicht komplett richtig ist. In der Nachbearbeitung euch das auffällt, habt ihr aber eine ganze Serie mit dem gleichen Fehler und könnt die dann über alle Bilder relativ schnell korrigieren. Das geht ja mit Lightroom, mit zwei Klicks habt ihr über alle Bilder dann denselben Wert wieder und ihr kriegt eine homogene Bilderserie, wo nicht jedes Bild einmal gelbstichig oder blaustichig ist. Von daher empfehle ich das auf jeden Fall festzusetzen. So, dann habt ihr hier Custom WB, hier könnt ihr euch ein Bild auswählen, was für euren Weißabgleich zur Verfügung gestellt werden soll, wenn ihr das hier oben, das funktioniert natürlich nur, wenn ihr das hier oben auf diesem Kastenwert hier habt, also diesen, dann könnt ihr da das Bild halt für hinterlegen. So, dann habe ich hier noch die Korrektur. Ich kann das hier noch ein bisschen verschieben. Wenn ich meine, das passt nicht so ganz, wie ich das eingestellt habe, dann könnt ihr hier auch noch in den Magenta-Bereich, blauer oder so, könnt ihr das Ganze ein bisschen verschieben. Und ihr könnt auch noch shiften, also wie eine Belichtungsreihe, die ich euch ja gerade gezeigt habe, könnt ihr auch eine Weißabgleichsreihe schießen. Und da könnt ihr in diesem Bereich halt euch die Werte einstellen, wohin die drei verschiedenen Bilder denn gehen sollen. Wer es mag, ich habe es noch nie gebraucht, gerne in die Kommentare auch, wer solche Funktionalitäten öfter mal nutzt, wer so ganz genau den Weißabgleich sitzen haben will und mit der Nachbearbeitung dann nicht zurechtkommt, der kann sich da gerne bei mir melden, finde ich immer sehr interessant. Ist halt, ja, ich denke mal, aus der Produktfotografie früher mal gekommen, ist irgendwo immer drin geblieben. Meiner Meinung nach könnten der ein oder andere Menüpunkt auch mittlerweile rausgenommen werden. Dann hätte man hier vielleicht auch nicht 10 Register, sondern vielleicht nur noch 8. So, Farbraum, ich habe den immer auf Adobe RGB. Da ist ein bisschen mehr Farbinformation drin als in sRGB. Das muss jeder selber wissen. Ihr erkennt das immer relativ leicht, in welchem Format das Bild aufgezeichnet wurde, weil da ein Unterstrich im Bild ist, also in dem Dateinamen, und dadurch ist das dann immer ein bisschen zu erkennen. So, Bildstil ist, der Bildstil, da könnt ihr ja euch verschiedene Fujianer würden sagen, Fotorezepte hinterlegen, wie das JPEG, und das bezieht sich auch nur wieder aufs JPEG, von der Kamera entwickelt werden soll. Ihr könnt dann noch drauf gehen mit der Infotaste auf die einzelnen, und dann habt ihr hier diese ganzen Werte, die ihr euch einstellen könnt, wie die JPEGs dann halt entsprechend eingestellt werden. Ist vielleicht ganz interessant. Ich habe da euch mal ein Video zugemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Diese Dinger kann man nämlich auch am Rechner definieren und dann auf die Kamera laden. Und da kann man dann ja sich so die Bilder bauen, dass sie sofort aus JPEG aus der Kamera benutzt werden können. Manche nennen das Filmsimulation. Die kann man sich darüber vielleicht auch bauen. Ich habe hier mal auf Monochrom und ihr seht, die Kamera ist dann auch in dem Monochrom-Modus. Die RAWs werden aber trotzdem ganz normal abgelegt, wie ihr das gewohnt seid. Also ist nur für
JMix. So, das gleiche ist hier bei Klarheit. Ihr könnt die Kantenschärfe ein wenig erhöhen hier. Könnt die Kamera halt ein bisschen da sofort ein bisschen Klarheit mitgeben, aber auch wieder nur im JPEG-Bereich. Also da muss man sich immer ein bisschen drüber im Klaren sein. Viele Sachen funktionieren halt nur im JPEG. Das ist wieder eine Sache, die dazugehört. Ihr könnt halt die Kantenschärfe ein bisschen erhöhen. Dann haben wir hier so tolle Kreativmodi. Ihr könnt hier Schwarz-Weiß auswählen im nächsten Modus. Einen Weichzeichner darüber legen. Ein Fischei hier fotografieren. Ihr seht das Ölgemälde-Effekt, Aquarelleffekt, Spielzeugkamera-Effekt und ja, Miniatureffekt sind bei mir alle aus. Ich bearbeite meine Bilder nachher lieber am Rechner und habe das normale Bild sofort zur Verfügung, wie es aus der Kamera kommt, unbearbeitet als RAW. Man kann natürlich mit den Kreativfiltern ein bisschen spielen, ist ganz witzig. Aber was da im Bild dann mal drin ist, das gibt es auch nicht mehr raus. Also wenn ihr dann nur im JPEG fotografiert und euch die RAWs nicht noch ablegt, habt ihr nachher kein Problem, wenn ihr sagt, boah, das war so ein tolles Motiv, jetzt habe ich aber den Aquarelleffekt da drauf, den kriegt ihr nicht mehr runter. Von daher ein bisschen vorsichtig sein, was ihr da so macht. So, kommen wir auf die Karteikarte 5 schon. Hier haben wir die Aberrationskorrektur, viele Objektive wie hier mein RF50 1.8 haben Korrekturdaten drin, die kann ich hier direkt einrechnen lassen, die werden dann auch im RAW direkt mit abgelegt und Lightroom und die anderen Programme nutzen die dann, um entsprechend die Bilder zu korrigieren und ja, auch wenn die Optik dann nicht ganz so gut ist, aber aus diesen Korrekturen kommt da meistens dann doch noch sehr gutes Material nachher raus. Dann haben wir hier die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung. Die kann ich auf automatisch stellen. Dann wird ab einer Sekunde normalerweise ein Dunkelbild zu meiner Langzeitbelichtung hinzugefügt von gleicher Länge. Also die Kamera macht dann, wenn man eine Sekunde belichtet hat, noch ein Bild mit der gleichen Belichtungszeit nochmal, um dann halt das Rauschen entsprechend rauszurechnen. Auch das geht natürlich nur im JPEG-Format. Genau wie hier die High-ISO-Rauschreduzierung. Das wäre eine normale ISO-Rauschreduzierung, die auch nur bei der JPEG-Entwicklung wieder zuschlägt. Also die Kamera nutzt diese Einstellung dazu, um zu entscheiden, wie stark die Schärfe für Rauschreduzierung einbauen kann und entwickelt euch die JPEGs halt entsprechend. Es kann sein, dass das Bild dadurch ein bisschen weicher wird, aber das Rauschen reduziert wird. Funktioniert auch wieder nur bei JPEG. Ihr habt also keine Kontrolle mehr nachher. Wenn ihr sagt, das war mir jetzt ein bisschen zu viel, dann ist das Bild in der Kamera leider schon versaut. Staublöschungsdaten, ihr seht, da habe ich ja hier auch noch niemals nie irgendwas mit gemacht, seitdem die Kamera ja den Verschluss automatisch schließt, wenn ich da die Kamera ausschalte und dann mein Objektiv wechsle, habe ich mit Staub eigentlich kaum Probleme bei meiner Canon gehabt. Habe ich mal Probleme mit Staub, dann kann ich hier mir ein Bild hinterlegen, wo die Staubsachen zu sehen sind. Die Kamera versucht dann da die Staubkörnchen rauszurechnen aus dem finalen Bild. Ist vielleicht sinnvoll auf Reisen. Ich möchte meine Kamera nicht selber reinigen, möchte aber trotzdem im Urlaub weiter Fotos machen, kann ich hier entsprechende Daten hinterlegen, um ja, da die Bilder entsprechend zu bekommen und dann weiterarbeiten zu können. So, kommen wir auf die Karteikarte 6. Da gibt es auch noch so ein paar feine Sachen. Mehrfachbelichtung kommt auch so ein bisschen aus der Vergangenheit. Ich kann euch das hier mal zeigen. Ich aktiviere die mal. Und dann kann man halt aber ein Foto und kann hier, ihr seht jetzt hier im Hintergrund das andere Foto und ich kann hier nochmal eins drüberlegen. Ist jetzt nicht sehr kreativ und die verrechnet das dann. Und ja, wer es mag, das geht auch sofort aus, weil das hier auf Anzahl Belichtung 2 steht und nur eine Aufnahme gemacht werden soll. Jetzt war es auf Additiv, ihr habt gesehen, das ist hier miteinander verrechnet worden. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten da zu experimentieren, helle dunkle Bereiche auszuschließen, den Durchschnitt zu berechnen der einzelnen Aufnahmen und hier auch Reihenaufnahmen zu machen, also direkt hintereinander das Ganze auszulösen. Ich kann mir die einzelnen Bilder
abspeichern, damit ich dann zur Not nachher noch selber an dem Rechner wieder was machen kann. Ist ganz praktisch, finde ich ganz gut, sehr kreativ. Also ich würde die Quellenbilder immer mitspeichern. Generell nutze ich da aber auch, ich bin eher der Nachbearbeiter am Rechner, weil ich da ein bisschen flexibler bin, anstatt da irgendwo den Boot irgendwo zu fotografieren und ihn dann nachher noch in einer anderen Belichtung wieder reinzufügen. Aber es kann ganz kreativ sein. Leute, die das nutzen, Hut ab, Respekt, gerne auch wieder in die Kommentare, wie und was ihr da genau macht. Vielleicht schickt ihr auch mir mal das ein oder andere Muster. Wenn ihr wollt, dass ich das zeigen kann, darf, dann kann ich das bestimmt in einer der nächsten Videos gerne auch mal präsentieren. So, dann haben wir hier den RAW Burst-Modus, den ich jetzt relativ spannend finde. Ich kann sehr schnelle Reihenaufnahmen machen mit einer Voraufnahme. Ihr seht dann schon hier auf der linken Seite so ein Pegel. Da kann ich den Auslöser schon mal vordrücken und ihr seht, da füllt sich schon was. Und ja, ich weiß nicht, wann die Action passiert. Der Hund springt ins Wasser oder nicht. Und wenn ich dann drücke und ihr seht dann... habt ihr den weißen Ring gesehen und jetzt speichert hier auch erst die ganzen Sachen weg und ich kann mir nachher aus diesen Bildern das Beste raussuchen, auch schon, wo der Auslöser nur halb gedrückt war. Die Bilder werden alle abgelegt und wie so ein Ringspeicher wieder verworfen. Die Einstellung oder die Zeit, die kann ich hier auch einstellen, oder 0,5 Sekunden ist es hier für eine Voraufnahme und da kann ich halt die einzelnen Bilder mir nachher alle extrahieren. Sehr, sehr praktisch. Gerade wenn man im Sport- und Tierbereich unterwegs ist, kann man hier noch die passenden Momente noch besser irgendwo abfangen. Sollte man unbedingt mal ausprobieren, wenn man die Kamera zur Verfügung hat oder sein eigen nennen kann, weil es echt bei vielen Sachen, gerade Kinder, Tiere, Sport, zu ganz tollen Aufnahmen führen kann. So, kommen wir zum Focus Bracketing. Das ist genauso ein bisschen gegen den Speed-Modus des RAW Burst-Modus. So, da geht es ein bisschen ruhiger zur Sache. Ich kann mir hier Focus Bracketing halt den Fokuspunkt automatisch verschieben lassen. Ihr seht das, wenn ich euch hier die Kamera zeige. Ihr seht, ich habe hier eine Blende von 3,2. Ich mache mal 1,8. Schickt mal die Blende hier. So, und ihr seht, der Schärfe, die Tiefenschärfe ist halt sehr gering bei 1,8 bei dem Objektiv. Und wenn ich jetzt eine Uhr oder irgendwas anderes fotografieren will, kann ich mir die Kamera auf ein Stativ setzen und die verschiebt automatisch den Fokuspunkt nach hinten durch das ganze Motiv und verrechnet uns dann das Bild, um dann ein durchgängiges, scharfes Bild zu bekommen. Ja, ähnlich wie ein Handyfoto halt, ne? Wir kennen das, aber das ist natürlich hier mit ganz anderer Qualität verbunden und ganz anderer, ganz andere Möglichkeiten. Ich kann mir hier sagen, wie viele Bilder ich haben will, die Abstufung zwischen den einzelnen Fokuspunkten, ob die Belichtung angepasst werden soll. Es gibt die Belichtungssprünge und ich kann hier die Tiefen noch reinsetzen. Da gibt es die Informationen halt noch in dem Bild. Da sind die Tiefeninformationen dann halt noch enthalten. Da kann man auf jeden Fall auch schöne Sachen mitmachen. So, dann kommen wir schon zur Registerkarte 7. Hier gibt es erstmal die Betriebsart. Hier habt ihr die üblichen Möglichkeiten. Reihenaufnahme schnell plus, also wenn es ganz schnell gehen muss, dann H plus etwas langsamer und Reihenaufnahme langsam, wenn es gemütlich ist. Selbstauslöser 10 und 2 Sekunden und den kann ich jetzt auch hier customizen. Ich weiß gar nicht, auch von 2 bis 10, alles dazwischen. Für die Leute, die den 2 zu schnell und 10 zu langsam sind, die können da noch halt entsprechend sich das da anpassen. So, dann kommen wir auf den Intervalltimer. Den kann ich mittlerweile auch innerhalb der Kamera nutzen. Früher habe ich ja immer einen externen Auslöser dran gehabt mit Intervallometer. Hier habe ich die Möglichkeit, den zu aktivieren, welchen Intervall ich haben will, welche Anzahl der Aufnahmen ich haben will, kann ich alles noch einstellen. Ich habe hier noch die Möglichkeit, das hier in einer Maske nochmal einzustellen, also Stunden, Minuten, Anzahl der Aufnahmen. Ich weiß gar nicht, geht es dreistellig? Nee, nur zweistellig. Kann ich das Ganze einstellen und dann wird halt entsprechend des Intervallplans die Aufnahme gemacht und dann
durch Ausschalten der Kamera wird das Ganze erst beendet. Also wenn ihr dann irgendwo ein Problem habt, das angestartet habt, könnt ihr das nicht mehr anders beenden, als die Kamera auszuschalten. Sollte man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ist ganz praktisch, wenn man irgendwann mal Timelapse schießen will und Einzelaufnahmen haben will, kann man das mit dem eingebauten Intervall-Timer gerne machen. Dann kommen wir zum Langzeitbelichtungstimer. Hört sich auch ein bisschen sperrig an, ist aber im Bulb-Modus kann ich jetzt die Zeit vorgeben, über 30 Sekunden, wie lange ich belichten möchte. Dafür muss ich natürlich auch erstmal in den Bulb-Modus gehen. Das ist das B hier oben. Und dann habe ich hier die Möglichkeit im Menü hier mir die Zeit zu aktivieren und einzustellen über die Infotaste, wie lange die Kamera belichten soll, wenn ich den Auslöser gedrückt habe. Ja, das geht dann von einer Sekunde bis, ja, ihr seht in Stunden, Minuten, ihr könnt da einiges eingeben. Solange der Akku hält, beziehungsweise die externe Stromversorgung nicht zusammenbricht, könnt ihr da belichten. Also für Leute, die da wirklich lange Sachen machen wollen, ist das auch da möglich. So, ich stelle hier aber wieder auf die Zeitautomatik, die Blendenvorwahl ein, um euch dann die anderen Punkte eben zu zeigen. Ja, dann gibt es hier die Funktion leise Auslöser. Das ist eigentlich so eine Kombination von Einstellungen, die in einer Option hier sofort eingestellt sind, weil jetzt piepst die Kamera nicht und der elektronische Verschluss ist sofort an. Das ist eigentlich ganz praktisch. Könnt ihr euch auch in My Menü ablegen, wenn ihr das haben wollt. Ihr habt also sofort die Möglichkeit, alle möglichen Sachen sind hier eingestellt, damit die Kamera möglichst unauffällig arbeitet. Also der Auslösermodus wird auf elektronisch gemacht, der Piepton wird deaktiviert, der Verschluss bleibt beim Ausschalten offen, damit das selbst kein Geräusch gibt. Die ganze Rauschreduzierung und so, das ist alles auf Inkognito arbeiten. Hier, ihr seht selbst, Blitzauslösung und AF-Hilfslicht ist deaktiviert. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr das Ganze einschaltet, könnt ihr nicht mehr blitzen. Ne? Also da muss man wirklich manchmal dran denken, wenn man das macht, ach, ich bin auf einer Hochzeit, ich will nicht stören, ich stelle mir das mal an. Ne? Aber dann geht halt der Blitz auch nicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn ihr mal schnell in den Inkognito-Modus rein müsst, Funktion leiser Auslöser ist eine ganze Reihe von Funktionen in einem Menüpunkt gebündelt, der euch hilft, das Ganze sofort zu beenden. So, dann haben wir hier den Auslösermodus rein mechanisch oder nur den elektronisch ersten, also der Sucher muss ja versorgt werden mit dem Bild, das kriegt er natürlich vom Sensor, also ist der Verschluss ständig auf, heißt der erste Verschluss ist also noch elektrisch und danach geht es dann mechanisch weiter oder rein elektronisch kann man das machen, das kann aber zum Rolling Shutter führen, wird auch extra gesagt und ist auch für Blitzaufnahmen nicht machbar. Von daher, wenn man blitzen muss, müsst ihr das auf jeden Fall auf elektronisch erster Verschluss oder mechanisch setzen, damit ihr ein vernünftiges Bild aus der Kamera bekommt. Ist natürlich gerade in Kirchen und so bei Hochzeiten oder anderen ruhigen Veranstaltungen trotzdem ganz nett, wenn man da mal elektronisch nutzen kann, um dann nicht so großartig aufzufallen. So, Auslöser ohne Karte bestätigen, ganz wichtig, habt ihr keine Karte drin, sollte die Kamera da vielleicht mal einen kleinen Hinweis geben, der ist dann im Standard auch so eingerichtet, dass das passiert, wenn ihr diese Option hier auf der siebten Registerkarte unterster Punkt entsprechend eingestellt habt. Kommen wir zu Punkt 8 oder Karteikarte 8, besser gesagt hier. Ne, da ist der Bildstabilisierungsmodus, also die interne Stabilisierung, die ist hier auf 1. Ne, also der Sensor, die Lagerung gleicht eure Bewegung möglichst aus. Dann kann ich hier natürlich trotzdem noch einen digitalen IS einstellen fürs Filmen. Aber nur zum Filmen. Ihr seht das an der Kamera. Das sind dann Sachen, die nur fürs Filmen gehen. Und die Fotostabilisierung soll immer sein. Heißt auch, wenn ihr durch den Sucher guckt, wird das Foto schon stabilisiert. Oder ich kann es so einstellen, dass es halt tatsächlich nur dann stabilisiert wird, wenn die Aufnahme durchgeführt wird. Ist ein bisschen batterieschonender. Könnt ihr euch einstellen nach
Geschmack. Ich habe es auch immer. Dann ist es auch ein bisschen angenehmer, durch den Sucher zu gucken. Der wird halt entsprechend beruhigt. Dann habt ihr hier das Schnelleinstiegsmenü, was ihr anpassen könnt. Ihr könnt euch die einzelnen Punkte ein- ausschalten, die ihr da haben wollt. Ihr könnt das neu anordnen. Ihr könnt das, also das ist dieses Menü, könnt ihr euch die einzelnen Menüpunkte, die ihr haben wollt, sofort, ne, ihr könnt die Q-Taste drücken hier hinten. Da ist die Q-Taste. Dann wird dieses Menü halt aktiviert und ihr könnt euch da einstellen, was ihr da alles wie haben wollt. Das Leben auch bearbeiten, die Einstellungen zurücksetzen, alles nochmal zu, alles löschen. Ja, ob das so, ja, habe ich auch noch nicht mehr gemacht, machen wir euch jetzt mal sehen. Wenn ich jetzt die Q-Taste drücke, ist vielleicht auch, ne, nicht ganz spaßig, wenn ihr euren Kollegen mal so eine Kamera leiht. Habt ihr gar keine mehr, könnt ihr hier dann aber über Einstellungen zurücksetzen, hoffe ich jetzt mal, zack, und dann auch wieder zurück in den Standard bringen, wenn das mal passiert ist. Dann habt ihr hier den Touch-Auslöser, der steht bei mir auf deaktivieren, weil ich es hasse, wenn ich hier hinten drauf klicke. Das passiert jetzt bei mir nicht, weil ich hier das Kabel dran habe, aber wenn ich jetzt das Kabel ab hätte, könnte ich eine Aufnahme auslösen, den Touch-Auslöser, den möchte ich aber nicht haben. Von daher ist der bei mir immer deaktiviert. Das steht halt so, das nervt. Bildrückschau, wenn ihr jedes Bild kontrollieren wollt, könnt ihr das Bild sofort einblenden lassen nach dem Aufnehmen. Ihr nehmt das Foto auf, ich zeige, ne? Zack, und da wird 2 Sekunden jetzt das Bild eingeblendet und dann geht es weiter. Kann man machen, muss man nicht. Man spart sich das manuelle Anzeigen lassen. Man kann das hier noch einstellen für einen Sucher, ob das da sein soll oder nicht. Das ist Geschmackssache. Ich habe das deaktiviert und nutze das auch nicht. So, kommen wir zur Schnellanzeige. Das ist diese Option und da steht ja schon drin, das ist eine Anzeigeoption für die Serienbild. Funktion auf H, nicht H+, nicht langsam, sondern nur bei H. Und dann wird versucht, euch zwischen den Aufnahmen noch zum Live-Bild zu wechseln, wenn es möglich ist. Kann sein, dass die Bilder dann ein bisschen verzerrt aussehen oder so. Das ist aber, betrifft nicht die Aufnahme, sondern nur die Anzeige im Sucher. Von daher, wenn ihr darauf angewiesen seid, in der schnellen Reihenaufnahme noch ein vernünftiges oder ein kleines Kontrollbild zu kriegen im Live-View, könnt ihr das hier noch anzeigen. Auch ganz praktisch. Dann haben wir hier den Messtimer. Wenn ich mir die Belichtung, ich zeige euch das hier mal, die Belichtung abspeichere mit der Sterntaste irgendwo, dann geht ja auch, ihr kennt das vielleicht hier, dieser Stern an, die Belichtung ist jetzt gespeichert auf dem, was ich hatte. Die, ne, und dann, ich mache das nochmal so, jetzt ist sie gespeichert, jetzt wenn ich woanders hingehe, wird die Belichtung nicht mehr verändert, ISO und Belichtungszeit bleiben und irgendwann geht das wieder weg. Dann warten wir nochmal eben, so, das müsste jetzt gleich weggehen. Und die Zeit, wie das dauert, ist hier einzustellen. Wenn euch das manchmal zu lange dauert, wie uns jetzt hier, kann man hier nochmal einstellen. Ich speichere mir hier nochmal die Belichtung ab. Und dann 3, 2, 1, 4 ist es weg. Also ihr könnt das hier mit einstellen, wie lange die ganze Sache gespeichert wird. Wenn man da drauf drückt, manchmal ist 8 zu kurz, manchmal zu lang, könnt ihr hier auf der Karteikarte 8 am untersten Menüpunkt einstellen, wie lange die Belichtung gespeichert wird. Kommen wir zur Karteikarte 9. Da haben wir Simulation anzeigen und das ist auch deutlich komplexer geworden wie früher. Ich kann hier im Standard, wird mir nur die Belichtung angezeigt. Ich sehe also hier, wenn ich hier zum Beispiel unter- oder überbelichte, sofort die Belichtung im Sucher. Aber ich kann hier auch einstellen, dass ich die Schärfentiefe entsprechend angepasst haben möchte. Und wenn ich jetzt hier ich gehe jetzt mal mit der Blende hoch. Ihr seht, die Tiefenschärfe, die wächst hier auch bei Blende 22 und geht auch wieder zurück, wenn ich hier auf 1,8 bin. Früher, beziehungsweise es gibt ja noch hier die Belichtungskorrektur oder die Schärfentiefe Kontrolltaste, die ist ja eigentlich hier, konnte man das Ganze nur damit steuern. Mittlerweile geht das also auch mit
Diese Option ist natürlich nicht immer sinnvoll, weil es dann Probleme bei der Belichtungskorrektur geben kann. Und hier kann ich das Ganze auch noch einstellen, dass ich das nur mit der Schärfentiefe haben will und nochmal deaktivieren will. Also da könnt ihr ein bisschen mit rumspielen. Standardmäßig und von früher gewohnt ist halt immer, dass nur die Belichtung in dem Sucher angezeigt wird. Also die Einstellungen, die die Belichtung beeinflussen, wirken sich auch auf dem Sucher bzw. auf dem Display hinten aus und werden sofort angezeigt. Die Schärfentiefe ist immer so, dass man mit der offenen Blende, also mit der größtmöglichen offenen Blende, also mit dem kleinstmöglichen Wert, das Bild betrachten können. Deswegen ist hier auch, wenn ich euch das nochmal zeige, hier halt immer wenig Schärfentiefe, auch wenn ich jetzt hier die Blende auf 22 setze, da muss ich die Kontrolltaste erst drücken und dann seht ihr da zum Beispiel bei dem X oder bei dem Command, nur wenn ich drücke, wird das auch entsprechend zur Kontrolle dargestellt. Kann man halt einstellen, wie man das Ganze haben möchte. In die gleiche Sache geht hier der optische Sucher simulieren. Wenn ihr das auf 1 habt, das ist schon mal in dunklen oder Studiosituationen ganz sinnvoll, kann man das gut gebrauchen. Dann kann ich hier auch einstellen, ihr seht, ich mache hier die Belichtungslage da unten, die bearbeite ich, oder hier auch die Blende, da tut sich nichts am Bild. Das bezieht sich alles dann nur auf die Aufnahme und das ist, wenn ich hier Sachen habe im Studio, ausleuchte, einblitzen möchte, kann ich das hiermit machen, damit ich in dunklen Bereichen überhaupt noch was sehe, die ich nachher bei der Aufnahme mit einem Blitz auffälle. So, dann habe ich hier die Anzeigeaufnahmeinfo. Hier kann ich noch alle möglichen Sachen mir einstellen, wie ich mein Bildschirm synchronisiert haben will oder angezeigt haben will. Ich habe hier 5 Reiter, die kann ich auch alle ausmachen. Wenn ich zum Beispiel sage, hier diesen schwarzen Bildschirm möchte ich nie haben, dann kann ich hier hinten, kann ich mir das ja umstellen, die Anzeige. Dann kommt dieser schwarze Bildschirm, der kommt nie dazu. Ich zeige euch das jetzt hier mal. Ich habe das jetzt hier nicht abgespeichert. So, zack, und dann auf OK. So, und wenn ich jetzt hier über die Infotaste hier durchwähle, seht ihr das schwarze Karteikarte 5. Programm kommt hier nie mit. Ich kann das nochmal einschalten, abspeichern. Wenn ich jetzt die Infotaste hindrücke, dann kommt auch wieder dieses Menü, ist wieder sichtbar. Und ihr könnt euch die einzelnen Einstellungen hier auch noch über die Infotaste einrichten, was ihr da wollt. Ihr da immer die Wasserwaage noch bei haben, könnt ihr euch die hier einstellen und so weiter und so fort. Mal reinschauen. Kann man ganz individuell sich sein Display einstellen, welche Informationen man nachher auf dem Display nachher haben will. Manche arbeiten gerne so, die wollen sich gar nicht von den ganzen Einblendungen ablenken lassen. Das ist, kann man machen, wie man mag. Wie gesagt, manche brauchen das WLAN-Symbol oder wollen sehen, auf welcher Karte das noch mit abgespeichert wird und so weiter. Da sind die Möglichkeiten halt gegeben, wie man das da so machen möchte. So, dann haben wir hier das Gleiche für den Sucher auch noch. Hier könnt ihr euch das auch nochmal einstellen. Hier gibt es nur 3 Speicherplätze, wo man das ablegen kann. Aber hier sind die gleich auch wieder über die Infotaste ablegbar. Ich kann mir hier zum Beispiel noch die Wasserwaage wieder einblenden, das Histogramm ablegen, die Seiten ganz ausschalten. Das müsst ihr so einstellen oder könnt ihr so einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Hier ist die Sucher-Vertikalanzeige, das kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Also wenn ihr hochkant fotografiert, gibt das mit oder nicht mit. Das könnt ihr hier einstellen, wen es stört. Bei mir ist es auf an. Ne, dann ein. Das kann man einstellen. Das ist halt eine Geschmackssache. Das ändert an der eigentlichen Fotografie nichts. Wer aber noch die Probleme hat, das dann entsprechend zu lesen, wenn es dann nicht mitkippt oder kippt, der kann es dann hier einstellen. Hier ist noch die Gitterblitzanzeige. Die kann man sich auch ganz ausmachen. Da geht es halt hier, jetzt habe ich sie aus, ich habe sie auf 3x3 diagonal. Ich zeige euch das mal. Zack. Das sind halt diese Linien, die ich hier ausschalten kann. Das Gitternetz. Ich kann hier aber auch ganz verrückte Sachen machen.
Und zwar 6x4, ich weiß gar nicht, 6x4, da habt ihr hier so ein Gitter. Wer das braucht, wofür auch immer, kann sich das entsprechend einstellen. Ich finde das aber hier mit der 3x3 und Diagonalen ganz praktisch. Histogramm kann ich mir auch umstellen auf RGB zum Beispiel. Dann sehe ich die einzelnen Farbwerte im Histogramm, wenn ich das im Display habe. Da seht ihr die Farbverteilung. Das sieht dann so aus. Oder ihr stellt euch das wieder auf Helligkeit und auf groß oder klein. Ich finde, Helligkeit reicht. Die Farben könnt ihr sowieso nicht ändern in eurem Motiv. Und hier seht ihr dann auf jeden Fall, wie im Histogramm die Beleuchtung sich auswirkt. Ich kann hier auch, wenn ich jetzt hier die Belichtungskorrektur am hinteren Drehrad einstellen, sehe ich, wie mein Histogramm hin und her schwenkt, und die Belichtung so optimieren, dass das Ganze ja mittig ist und nicht an irgendeiner Seite angrenzt und die Belichtung absäuft oder irgendwas ausbrennt. Das Ganze kann ich hier auch noch in groß oder klein machen, je nachdem, wie ich es gerne hätte. Bei groß nimmt es doch schon ziemlich viel Platz weg. So, dann habe ich hier noch Objektiv-Info-Anzeige, Entfernungsanzeige. Die kann ich nur im manuell fokussierten Modus machen. Nur beim Fokussieren immer oder deaktivieren. Wer halt genau wissen will, wie weit was weg ist, wer das Ganze noch als Maßband nutzen will, der kann sich das hier reinschreiben. Macht eventuell manuellen Fokusbereich noch Sinn oder ergibt Sinn, um halt schon ein bisschen abzuschätzen, ob der Fokus an der richtigen Stelle ist. Wenn man so ein bisschen weiß, ja, 2 Meter ist das Motiv weg, dann habe ich ein bisschen Gefühl dafür, wo ich im Fokusmodus unterwegs bin und kann das noch checken. Im Automatikmodus finde ich das, ist das nicht ganz so spannend. Hier ist noch die Brennweitenanzeige. Ihr seht, hier bei der Festbrennweite, hier habt ihr immer die 50 mm jetzt, die ich hier drauf geschraubt habe. Aber beim Teleobjektiv kann das mal ganz interessant sein, wenn ich sehe, ich bin hier im 200er-Bereich oder im 75er-Bereich unterwegs, könnt ihr das dann auch noch entsprechend einschalten. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, den Sucher ein bisschen einzudampfen. Ja, manchmal ist das für manche Leute, gerade mit Brille oder Gleitsichtbrille, ist das Bild zu groß im Sucher. Hier kann man das ein bisschen größer und kleiner machen, wenn es einem zu groß ist. Ich habe es auf dem vollen Bereich, und hier ist noch die Anzeigenleistung, die habe ich auf Strom sparen. Ich kann das Ganze auch noch auf flüssiger einstellen. Dann habe ich halt ein bisschen weicheres Bild, aber beim Fotografieren stört mich das eher nicht. Und da geht Akkuleistung vor, ja, vor Optik. Ja, da sind wir doch schon fast am Ende. Jetzt kommen wir noch zu der Karteikarte 10. So, die blende ich euch hier nochmal ein. Und da gibt es noch, ja, es gibt ja diese, die zeige ich euch auch nochmal, hier diese Schnellauswahltaste oder Schnellaufnahmetaste. Die muss natürlich auch irgendwelche Werte haben. Die kann ich mir hier einstellen, wie ich dann, wenn ich da drauf drücke, mein Video aufzeichnen möchte. Ich habe das hier auf 4K 30 Frames pro Sekunde und IPB eingestellt. Mehr brauche ich dann nicht, wenn es ein Schnappschuss werden soll. Die Tonaufnahme, die steht bei mir auf automatisch, weil wenn ich das hier nutze, habe ich meistens auch keine Lust, noch vorher zu pegeln. Ich kann hier noch die ISO-Empfindlichkeit einstellen auf 25.600. Wie gesagt, ihr seht, das ist alles hier für Videografie, wenn ihr hier in der Schnellauswahl seid. Ich habe hier die Langzeitautomatik. Da kann ich, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn euch das, da wollten wir hin, wenn euch das Licht nicht reicht, um die Einstellungen zu einzuhalten, muss die Kamera ja irgendwie entscheiden, was mache ich denn jetzt. Und dann kann sie zum Beispiel sagen, dann filme ich halt nur noch mit 15 Bildern die Sekunde oder weniger, damit die Belichtung des einzelnen Frames dann noch gegeben ist. Dann kriegt ihr so ein bisschen so einen Strobo-Effekt, aber die Belichtung ist halt besser, oder sie gibt es halt auf für hellere oder sie gibt es halt auch, so muss ich sagen, für dunklere Bilder, also belichtet dann deutlich unter und kriegt fast gar nichts hin, damit das Ganze flüssiger bleibt. Das könnt ihr hier ein- oder ausstellen. Habt ihr das hier an, könnte es sein, dass dieser Stroboskop-Effekt dann eben zustande kommt, also dieses Daumenkino-Effekt halt.
ab das aus, werden halt die Bilder, wenn ihr so eine dunkle Situation habt, leider ja, absaufen und nicht mehr richtig belichtet werden, aber dafür flüssig. Ja, Auslösefunktion für Movies habt ihr noch. Da könnt ihr sagen, das ist der Servo AF, also dass der Servo, dass der Autofokus immer nachgezogen wird beim Halbdrücken und die Messung durchgeführt wird. Ihr könnt aber auch sagen, einmal den Fokus bitte messen und dann so lassen oder nur die Messung machen für die Belichtung. Das ist halt auch Geschmackssache, wie man das Ganze entsprechend handeln möchte. Ja, ihr merkt an meiner Stimme 10 Karteikarten im Aufnahmemenü, Foto, das ist schon ziemlich umfassend und umfangreich, was da die Leute von Canon in die Kamera so reingepackt haben. Ich habe euch versucht, hier da die einzelnen Menüpunkte näher zu bringen und euch gesagt, wie ich das alles eingestellt habe. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare platzieren oder mich direkt anschreiben. Ich versuche da nach bestem Wissen und Gewissen euch da die Antworten zu geben. Ansonsten gibt es ja auch noch eine Facebook-Gruppe, die verlinke ich euch gerne unter dem Video, wo man gerne vorbeischauen kann und die ein oder andere Frage stellen kann. In der Serie kommen natürlich auch noch die anderen Menüs, das Autofokus, das Wiedergabe-Setup und das Custom-Menü natürlich auf jeden Fall. Die sind natürlich auch nicht ohne, aber da werden wir auch langsam durchkommen. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat geholfen. Und ja, ihr wisst, wie es geht. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt. Wer hier noch dran ist, bedanke ich mich ausdrücklich für eure Aufmerksamkeit bis hierhin und würde mich freuen, wenn ich euch zu einem der nächsten Videos wieder begrüßen dürfte und sage Tschüss, bis dahin.